Ich habe im letzten Jahr schon mitgemacht. Letztes Jahr war super. Die Stimmung war richtig gut und das hat mich dazu bewogen, dieses Jahr nochmal mitzumachen, das Ganze nochmal mitzuerleben. Als Team kann man viel erreichen. Ich hoffe, wir erreichen hier heute auch viel. Ja, werden wir gleich sehen oder später. Wir sind ja später dran. Und ich bin mal gespannt, was so wird. Wir fördern das Zusammenleben, das Betriebliche, fördern die Stimmung. Das wirkt sich also auch positiv auf unsere Kunden in der Bedienung aus. Und nicht zuletzt beschäftigen wir uns auch noch mit Gesundheitsmanagement. Und ich habe also heute festgestellt, dass das richtig was mit Sport zu tun hat. Das fördert den Teamgeist, das wollen wir auch fördern, weil wir brauchen da eine gute Stimmung im Unternehmen. Ich glaube, die haben wir und über solche Events kann man die auch wirklich fördern. Hat gut geklappt. Besser als erwartet. Und jetzt das zweite Rennen. Gleich gute Stimmung? Ja, wir werden das Boot ein bisschen auseinander umsetzen. Wir haben ein paar Schwächen entdeckt, damit wir jetzt noch besser werden. Aber ja, Frau Richter, Sie als Ausbildungsleiterin haben heute eine Truppe von 51 neuen Auszubildenden beim Drachenrot dabei. Warum machen Sie das? Wir haben gedacht, die neuen zu den Alten, also jetzt bitte nicht persönlich nehmen mit den Alten, also das war unser Ziel, dass wirklich die Neuen jetzt einmal die Alten unterstützen und von daher war das wirklich die beste Verbindung heute, hier unser Kennenlerntreffen hier zum Pöpstingsee zu verbinden. Die sind alle sehr nett, man lernt schnell Leute kennen, man kommt schnell ins Gespräch. Vor allen Dingen jetzt in so sportlichen Arten kommen die jungen Leute ja sowieso immer sehr schnell ins Gespräch. Und ja, gefällt mir gut hier. Ja, das ist das Beste. An so Tagen Vorstand zu sein, das ist ein Traum. Es hat eigentlich geklappt, dass jeder irgendwie mal sich eine Aufgabe gesucht hat und dass alle geguckt haben, wo kann ich unterstützen, weil der genaue Ablauf war ja vorher nicht bekannt. Und wie das bei so einem Sportereignis ist, bei den Ergebnissen weiß man ja auch nicht vorher, wie das läuft. Und alle haben sich komplett darauf eingestellt und trotzdem hat alles ganz gut funktioniert miteinander.